Hallo, mein Name ist Bernd Manfred Brück und ich teste verschiedene Produkte. Und heute habe ich wieder die reinste Wundercreme laut Internet aufgetan mit dem Namen Leferi. So sieht sie aus. Sie ist noch komplett verpackt. Ganz normal, also mal nette Verpackung, würde ich mal sagen. Und es ist eine parabenfreie Creme, was ja schon mal ganz gut ist. Dann Antizellregeneration, da ist oder soll, weiß man ja immer nie so genau, ein bestimmtes Öl drin. Der Name ist wo haben wir es stehen? Boragoöl. Und die hat dann die Eigenschaft, eine Schutzschicht der Hautzellen. Die wird dadurch verstärkt, schreiben die. Also ich habe die wieder im Internet aufgetan, wie so viele Cremes. Da, wo ich sie gekauft habe, kostet die Creme 117 Euro. Habe ich jetzt mal recherchiert, ein vollkommen überzogener Preis, weil selbst bei der Firma direkt kostet ohne Versandkosten nur 75 Euro. Ich habe sie schon für 69 Euro jetzt gesehen von der Firma, wo ich sie gekauft habe. Die machen wieder die reinsten Wunderversprechungen. Also in 4 Wochen 20 Jahre jünger und. Immer dieselbe Leier mit vergleichenden Bildern. Kann jetzt gar nicht mehr nachvollziehen, weil ich habe die einfach so im Internet runtergekauft. Ich blende euch mal ein, was auf der PayPal-Rechnung steht, die Internetadresse, weil darunter habe ich sie auch nicht mehr gefunden. Und ich blende euch auch ein die richtige Seite von Leferi. Da sind die Versprechen nämlich etwas in normal gefasst, würde ich sagen. Dass sie eben hautschützend ist, dass sie aus der Nanokosmetik kommt. Das wird hier heißen, dass sie halt tiefer eindringt und. Also die Firma, von der ich sie habe, ist schon wieder so überzogen. Finde ich schon wieder ganz schlecht. Aber ich bin ja drauf reingefallen. Ne? So, jetzt packen wir mal aus. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, noch nicht gerochen. Ja, wieder mal der Karton wesentlich größer wie der Inhalt, das ist ja oft so in der Kosmetik, aber es ist schon hier wirklich nett gemacht, sind 50 ml. So, hier ist noch ein Schutz drauf, da gucken wir mal. Ich bin ganz gespannt. Ja, dünne Konsistenz. Riecht wieder ganz, ganz normal, nach normaler Creme, würde ich sagen. Also auch nichts Besonderes vom Geruch her. Jetzt creme ich mich damit mal ein. Also so ist die Konsistenz. Kann man vielleicht... Natürlich Gesicht vorher reinigen und so, das ist ja klar. Und man soll die 4 Wochen anwenden, damit man einen Erfolg sieht. Halt soll man mitmachen. Wundert ihr euch, dass vielleicht meine Haare etwas dunkler geworden sind? Ich habe mir einfach das Grau rauswachsen lassen. Ich hatte die Schnauze voll von dem Grau. Nee. Wenn ich Auftritte habe als Mani Diva, dann habe ich den Bart schwarz und die Haare schwarz. Und habe Strasssteine im Gesicht und so. Und deswegen sind die jetzt dunkler. Das kommt immer nur zustande, wenn ich Auftritte als Mani Diva habe, weil dann habe ich ja keine Perücke und nichts an. Ne? So, also, ach, die zieht ganz schnell ein, merke ich gerade. Ist total angenehm. Guckt nochmal. Weil das werde ich jetzt 4 Wochen verfolgen. Ich melde mich zwischendurch nochmal mit 1 oder 2 Sendungen. Da muss ich mal gucken, wie ich Zeit habe, was diese Creme bringt. Wie sieht's aus? Ja, der Glanz wird bestimmt nur einziehen. Mein Gott, ich habe hier wieder Augenränder. Oh. So. Also wie gesagt, im Internet wieder kursieren die Bilder. 20 Jahre jünger. Und hier auf der Seite, die eingeblendet ist,
Die schreiben das bisschen normal. Die Creme Leffery Active enthält Biozutaten, die sorgfältig in einem einzigartigen Rezeptur und Regenerationskomplex, um die Haut tief zu ernähren, den Alterungsprozess zu verlangsamen und den Hauttonus wieder zu gegebenen ausgewählt wurde. Bisschen merkwürdig geschrieben, ne? Reduziert sichtbare Falten und Fältchen im Gesicht um die Augen, gibt den Glanz und die Gesundheit ihrer Haut wieder. Mithilfe des Baragoöl, die Creme hat die Eigenschaft, die Schutzschicht der Hautzellen zu verstärken, die Schwellung zu reduzieren und die Augenringe zu verringern. Na gut, jetzt habe ich hier natürlich auch Studiolicht, das ist gnadenlos, aber ich will es euch ja zeigen. Ne? So, die Kollagene Mikroteilchen, die die Creme enthält, haben die Fähigkeit, Wasser in die tieferen Schichten der Haut zu halten. Ja, da wollen wir mal gucken. Anwendung morgens aufbringen nach einer gründlichen Reinigung der Region und gleichmäßig im Gesicht und Hals verteilen. So, wie gesagt, der Test beginnt heute. Ab und zu hört ihr mal was zwischendurch, kann man dazu sehen, ja. Ab und zu gehört ihr mal was zwischendurch. Ich rede heute schon wieder einen Müll, aber ich bin auch müde. Sieht man mir auch an, gell? Also, bis bald und ich bin gespannt. Tschüss.